Jo, wir machen weiter. Mein Plan ist immer noch zu entkommen. Der Zug ist unser Ziel und ich glaube, ich kann die beiden hier zur selben Zeit Glaubst du? ermorden, wenn ich es richtig angehe. Die Penner stehen mir bis hier. Hier lang, amigo. Was zum? Du musst deine Spuren verwischen, Spuren? Arschloch. Ich wusste nicht mal, dass es hier Spuren geben könnte. Okay, im Sand, also im Wüstensand kann Spuren geben. Jetzt okay. Kommt die Axt. Glaub gar nicht, dass du dich versteckst. Sollen wir rechts sein? Und noch einer. Weg bist du. Los geht. Das soll mir recht sein. Einer weniger, der auf den Sack gehen kann. Spontan genutzt das die Situation, würde ich sagen. So, du kannst da bis hinten laufen, glaube ich. Das dürfte okay sein. Das Bein ist wieder heil. Und Cooper, wie ist da bitte hin? Der sieht dich ja nicht, ne? Bis du ankommst. Ne? Hector, du bist wesentlich besser darin, Leute zu tragen. Also würde ich dich bitten, Isabel mitzunehmen. Oh, Spuren. Nein. Ah, ich wollte sie nicht. Ja, es war mein Fehler. Ich habe geklickt, als ob sie aufheben. Hätte ich nicht machen sollen. Das war ein Fehler. Keine Frage. Was gibt's? Aber die Spuren kann ich vielleicht zu meinem Vorteil nutzen, ehrlich gesagt. Alles klar. Sieht er keine Spuren mehr? Okay, ist schon in Ordnung. Schläft. Und wo ist Cooper? In der Busch da vorne. Okay. Wenn er weg ist, müssten wir die beiden zur selben Zeit töten können. Mach schon. Ah, nee! Ah! Oh. Ich sehe gerade, der Ponch hier guckt ja voll da drauf. Shit. Ah, den kann ich doch töten, oder? Wenn unterwegs. Aber nicht mit ihm. Glaube ich. Doch, klar, wenn ich hochklettere. Also, das Messer hätte ich werfen können, aber das hätte ich jetzt nicht verschwenden wollen. Das wäre dumm gewesen. Dann wollt ihr. Ich weiß nicht, ob es jetzt funktioniert, ob es da ein Timing gibt, wo ich ihn messern kann. Ich hoffe es einfach mal. Wer hat Lust zu sterben? Braucht etwas Schliff. Das würde funktionieren, wenn sie jetzt, wenn sie mit ihm redet. Dann geht das. Ich muss aber das Parfümfläschchen hier vorbereiten. Alles oder nichts. So. Immer schön den Kopf runter. Wenn unterwegs. Braucht etwas Schliff. So, sobald die beiden reden, müsste es klappen. Jetzt. Schnüffel mal dran. Ende der Ich habe natürlich das Pech, dass der Typ in dem Augenblick hierher guckt. Weil er sich komischerweise also manchmal ganz komisch bewegt. Und los. Das war jetzt für die beiden zu früh. Ja, das Timing ist ja ein Problem hier. Ich muss ein bisschen früher, dass er das nicht sieht. Ja, wird schon. Wird schon, wird schon. Und los. Was? Ich hab dich. Kleiner Kratz. Jetzt warst du auch nicht kurz dabei geredet. Was soll das? Ja. Dann war ich mal dran. Das ist nicht das Timing. Egal, machen wir das ganz, ganz anders. Es gibt noch eine andere Option. Jetzt habe ich das wieder gemacht, was ich gar nicht machen wollte. Laden, ja. Ich hoffe, ich kann alle so stehen lassen. Wahrscheinlich nicht mit meinem Pech. Mal gucken. Kein Problem. Wir müssen die drei auf einmal töten. Geht das überhaupt? Quatsch, man muss ihn ja auch töten, das geht ja nicht. Doch, es geht. Es wohl, geht wohl, Moment, wenn er nicht da ist. Oh, der guckt ja jetzt die ganze Zeit hoch, oder was? Oh, geh doch bitte pissen jetzt. Jetzt geht er pissen, oder? Ja. Okay. Vielleicht geht's jetzt. Auf mein Zeit. Ach, jetzt guckt der da hoch, ey. Ach, Leute. Okay, dann verändern wir seinen Auftrag erstmal in den Münzwurf. Ich habe jede Menge davon. Na los.
Nee, das will ich gar nicht. Der Stadt ging's schon mal besser. Ich habe Lust. Hier lang, amigo. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Mach hin! Vorsichtig, weil das Problem ist, dass sie jetzt wieder die Leiche da sieht, weil so schnell war ich jetzt nicht. Mhm. Das heißt, ich muss schießen. In Ordnung, lass mich nur machen. Hector, Leiche nehmen, hier rein. Komm zu Hector. Die Leiche nehmen, hier rein. Alle Leichen verschwinden lassen. Seht ihr bitte oben nicht, bitte nicht. Ah, sehr gut. Nice, das war gut. Das war mega geil. Okay, wir sind alle los. Er wird jetzt die Alte suchen und dann töten wir ihn auch noch, weil er keine Deckung mehr jetzt. Ach, braucht er gar nicht. Komm. So. Hey, Hector. Hey, amigo. Wie geht's? Besser. Verschwinden wir von hier. Was ist mit Isabel passiert? Sie hat mich zusammengeflickt. Ich glaube, sie muss sich nur etwas ausruhen. Ganz genau, amigo. Nice, Leute. Ich glaube, das schaffen wir heute noch. Das lief echt gut. Platz da, ich muss durch. Bin da. Und los. Kate. Cooper. Hey, Ian. Gute Arbeit mit dem Zug. Danke. Aber wir sind hier noch lange nicht raus. Na, wir nähern uns aber schon. Ich glaube, das schaffen wir heute. So viel ist es ja gar nicht mehr. Bring dir Schwung in die Sache. Ist immer die Frage, wie tricky die letzte Situation wird, ne? Aber. Komm zu, Hector. Vielleicht sollten wir den Typen ausschalten. Ich glaube, da gibt es genug Möglichkeiten. Wie läuft's? Okay. Ich bin gerade auch mega happy, Cooper wieder zu haben, ne? Ich habe das Wurfmesser echt vermisst. So viel ist mal klar. Aber leider sieht er das. Also, wenn ich ihn töten will, sieht er das, glaube ich, immer. Aber vielleicht kann ich ihn auch erstmal töten hier. Dann sieht er dann auch, ne? Was? Was? In Ordnung. Ja, ja, du musst sie wieder hinlegen, aber es ist zu spät, glaube ich schon. Augen auf. Nee, doch nicht, okay. So, warte. Ja, jetzt wurde ich da gesehen, Mist. Nicht so schlimm. Ja, es bringt mir alles nichts, oder? Den Typen zu holen wird echt schwierig. Weil die beiden sich angucken. Jetzt haben wir die draußen schon wieder rum. Oh, Leute, wirklich. Geht doch nach Hause oder so. Mach das doch irgendwie. Muss doch nicht sein. Okay, auf geht's. Ja, ich meine, ich würde ihn gerne ausschalten, weil ich glaube, dass er am Ende noch nervig werden könnte hier. Aber ich glaube, das ist den Umstand gar nicht wert. Die meisten pennen ja sowieso hier. Ich muss ja sowieso nur den Schützen eigentlich, also die Schützin, den Longcoat und den Poncho erledigen. Das dürfte eigentlich machen, komm. Ich scheiß auf den Typen jetzt ein gutes. Auch wenn die ein bisschen nervig sind, die beiden, aber... Wie oft habe ich das schon gesagt, muss dann später zurückkommen, weil es nicht anders ging. Ich weiß wohl. Ich weiß wohl. Das kriege ich hin. So, kurz warten und rüber. Ich glaube, genau da steht er okay. Ich den ganzen aber Tag machen. Ist safe, wenn wir runtergehen. So, das kann ich abends herschicken. Ah. Weil die Arme sind kein Problem. Kommt mir ein Gedanke. Munition für den Kleinen. Ist auch gut. Ich kümmere mich drum. Das kann ich gebrauchen. Den Kopf runter. Wenn und ja, es ist dieselbe Aufnahme. Man merkt es, dann hört die Leute draußen immer noch rumjammern. Mitten in der Stadt. Auf der Straße. So. Gut. Also, was haben wir jetzt nochmal? Wir haben jetzt wirklich nur, was ich gesagt habe, ja? Der ist egal. Den Poncho. Oh, Mann, wenn der wegläuft, dann ist es nur der Schütze hier und der Poncho. Und den Schützen, die Schützin, wohlgemerkt, die könnten wir, glaube ich, in eine Falle locken. Ja. Das müsste klappen. Der Laden kommt mir bekannt vor. Ich bin am Zug. Klarer Fall für Bianca. Jetzt machen wir mal Lärm. Ich darf aber den Typ auf dem Waggon nicht mit anpfeifen, das wäre ein bisschen ungünstig. Hey, was zum Teufel? Ich hoffe, das sieht keiner. Moment mal. Ja,
Anker ist Verlass. Augen auf. Sollen wir? Hey. Augen aufs Ziel. Gleich fliegen die Zähne. Nice. Nicht mal geplant, aber jetzt bin ich ihn doch losgeworden. Ich dachte mir schon, dass er das vielleicht sieht, aber dass er dann erst hingolft und dass ich ihn dann abwerfen kann, wenn ich schnell genug bin. Ah, ist das schön. Das ist gerade sehr, sehr schön. Wieder ein Geschäft. Ah, ist das schön, das Messer wieder zu haben. Das Messer echt vermisst. Nein! Geht klar, Migo. Habe ich gespeichert? Bestimmt nicht, ich Idiot. Hat er nämlich ernsthaft gerade die Leiche gesehen. Sieh genau hin. Passt nicht. Bewegen. Was macht er denn da? Spiel, dafür kriegst du einen links und rechts. Er läuft an ihm vorbei, stellt sich hinter ihn und wirft dann erst das Messer. Are you fucking kidding me? Ich habe es natürlich nicht gespeichert, aber klar. Hoffentlich schaffe ich das nochmal. In Ordnung. Boah, ist das ärgerlich gewesen jetzt. Irgendwas nicht. Ah, jetzt habe ich Hector genau in die Sichtweite, wo er gucken kann, reingelaufen lassen. Ah. Nochmal. Schon unterwegs. Bis da laufen, bitte. Da kommen sie an. Ich hab dich. Ah, jetzt hat sie mich gesehen. Ja, jetzt kommen wieder die Flüchtigkeitsfehler. Weil man einfach möchte, dass es jetzt nochmal klappt, wie gerade eben. Kein Problem. Das hab ich gehört. Nächster! Augen auf. Was zum Teufel? Bianca ist verlassen. Kannst du Kuh bitte vorbeilassen? Den brauche ich da jetzt. Danke. Vielen Dank. Was? So, erstmal muss ich ihn hinlaufen lassen und dann im richtigen Moment. Dann mal ran. Weil er sagt halt sofort Bescheid, ne? Wenn er sich erkennt, ist es zu spät. Wieder ein Geschäft. Ziehen wir die. Ja, wenn er da hinkommt, sieht das aber auch wieder. Kann ich ihn da oben nicht einfach jetzt töten, theoretisch? Ich glaube eigentlich schon. Ihn guckt eh. Doch, er guckt ihn noch an. Lass mich die Leichen einfach liegen, sieht eh keiner, ganz ehrlich. Verschwinden die aus dem Drecksloch. Wir müssen nur noch irgendwie an dem Typen vorbei, dass er mich jetzt nicht sieht im richtigen Augenblick. Rennen. Oh. Zum Teufel. Egal, der kann mich ruhig sehen, das ist egal. Gut. Nur die zwei, richtig? Wenn ich richtig teile, nur der eine sogar. Alles klar. Zwei sind besser als eine. Da bist du ja. Es ist nichts dabei. Okay. Ganz ich versuche es mal im Speed, also so schnell wie möglich zu machen. Mal gucken, ob es funktioniert. Auf geht's. Sieh genau hin. Komm mal her. Guckt der weiße Typ da oben immer drauf? Die ganze Zeit? Ne, tut er nicht. Hat er jetzt gerade eben angefangen zu tun, okay. Das ist natürlich ärgerlich. Es könnte sich jetzt rechnen, dass ich den Pornstoff nicht ausgeschaltet habe. Könnte sich jetzt rechnen. Kann's kaum erwarten. Okay, sieh genau dann mal ran. Hol Verstärkung her! Was ist das? Ja, die sehen das unfassbar ekelhaft gut, leider. Das ist wirklich in einem Maße, wo ich mich wundere, dass sie das so gut sehen können. Aber ja, es ist einfach so. Jetzt habe ich ein Problem damit, dass ich diese Ponchos hier nicht ausgeschaltet habe. Vor allem der auch hier. Oh, wie ist das ärgerlich. Okay. Machen wir das anders? Okay, wir müssen ein bisschen backtracken, aber nicht allzu viel. Nicht allzu viel, Gott sei Dank. Das Bein ist wieder heil. Okay. Ist das geht's. So kann ich nicht laufen. Ja, wir müssen ein bisschen backtracken. Damit. Jetzt geht's. Bereit, wenn du es bist, Darling. Nein, nein, nein. Oh Mann, ich dachte, er kommt noch in den Busch rein. Okay, Cooper. Dann machen wir das ganz langsam, ohne zwei Sachen auf einmal zu machen, weil das ist offensichtlich gerade wieder nicht in Ordnung für dich. Bis der Vorhang fällt. Wenn unterwegs. Teufel! Wollen wir dann? Kinderspiel. So, kannst du schon mit dem Messer von da aus werfen? Wer hat Lust zu sterben? So ziemlich, ja. Ich weiß nicht, warum du in diesen Winkel laufen musst.
Ich hoffe, das funktioniert trotzdem jetzt einfach mal. Der Schuss muss sitzen. Musste sein. Ja, er sieht es ja oben. Ich habe vergessen, dass der Poncho das ja auch sieht. Damit. Sieht der Longcode sie da oben jemals? Das wäre die andere Frage. Sonst könnte er sie ihn einfach ablenken. Hast du ein bisschen Zeit für mich? Hast ein bisschen Zeit für mich? Zeige ich dir eine Leiche, die da liegt. Das war nicht so schlau, oh nein. So einfach. Zeit für mich. Hast du ein bisschen Zeit für mich? Nein, nein, du musst ein bisschen ihn nach oben ziehen. Das wieder machen. Unfair. Ist die Frage, ob der Long guckt mich da irgendwann sieht. Ja, er sieht mich schon. Das muss ich optimal timen. Bezaubernd. Jetzt vielleicht. Warte mal, nee. Alle. Nee, jetzt gerade nicht, jetzt gerade nicht. Jetzt gerade wieder um. Ah, ich will es doch schaffen, Leute. Schaffen wir auch noch. Wir haben erst 15 Minuten, okay. Warum dreht er sich manchmal dahin um und guckt ihn denn an, obwohl er noch im Gespräch ist? Das finde ich gerade ein bisschen weird. Riskieren wir einen Blick. Macht er doch sonst nicht so was. So, es geht nach oben wieder. Und jetzt. Ich lass mein Kinderspiel. Darf ich dich was fragen? Du bist wunderschön. Vergessen. Dann wollen wir mal. Wir sehen uns, Darling. Komm später zurück, ja? Das Bein ist wieder heil. Ein bisschen Backtracking muss jetzt sein, weil wir müssen die Leute so ein bisschen lichten, das schaffen wir halt nicht. Schon. Sonst wittert hier nichts. Da kommt mir ein Gedanke. Ein bisschen Niespulver. Bon voyage. Hey! Ach komm! Jetzt habe ich mich gespeichert, Idiot, oder? Weil ich das nie tue. Natürlich nicht, weil ich ein Idiot bin. Okay, nochmal. Zeit für. Hey! Schön den Kopf runter. Ja, sieh genau. Ich wette, ich kann dir helfen. Langem ist das schön, mit dir zu reden. Hey, das ist unfair. Bis der Vorhang fällt. Ein bisschen Niespulver. Die nehme ich. In Ordnung. Nimm meine Nase vor. Das? Wer hat Lust? Vielleicht die Zähne. Die müssen reden, die beiden. Ja. Nee, die kann dich gar nicht töten. Egal, was ich tue. Stimmt. Kann ich vergessen, Moment. Deswegen habe ich das auch gar nicht gemacht. Das war gar nicht mein Ziel dabei. Mein Ziel dabei war ein ganz anderes. Mein Ziel war, dass ich ihn runterrufen kann in eine Falle. Also in eine Falle von unserem Fallenmeister hier. Leg sie ihm bitte hin. Ich will noch einen Nachschlag. Nein. Wobei. Soll ich jetzt mal hier hin? Ja, nee. Das kriege ich hin. Wie mache ich das am besten? Alles klar. So, wenn er runterkommt, sieht er die Leichen, glaube ich. Da habe ich ein bisschen Angst vor gerade. Bereit, Bianca. Und ich glaube, er kann die Leiter sehen, oder? Noch. Aber nicht ganz. Nicht so weit, dass er gucken müsste. Ich muss die Leichen los. Ich muss die Leichen jetzt extra wegtragen. Nur wegen dem Trottel. Das ist ein bisschen ätzend. Komm dann, ja. Zu, Hector. Ich habe reichlich Platz. Die Leichen und die Bewusstlosen. Isabelle ist ja nicht. Also, Schlafenden. So. Jetzt wird's heiß. So, es muss jetzt einmal sein. Besser als einer. Speichern. Holen wir uns ein. Hey, drüben! Das Bein ist wieder heil. Ehrlich, immer noch drauf. Sieht keiner? Sehr gut. Der Laden kommt mir bekannt vor. Okay. Bianca, ist nichts dabei. Wenn die beiden reden, sehen sie den weißen Typen da oben immer noch. Das macht die Sache immer noch sehr problematisch. Hier kommt der Postbote. Moment mal. Oh, so knapp. Fast unnötig sehen lassen, ne? An die Quatsch, den kann ich auch unterpfeifen. Ja, stimmt, klar. Na los, amigo. Okay. Wenn der Weiße da oben weg ist, dann kann ich vielleicht die Poncho ablenken da oben. Und die beiden anderen töten sie. Ihn, die beiden Augen da. Auf. Das ist der Plan. Das sollte jetzt funktionieren. Kommt Bianca. Selbe Falle nochmal. Weil warum nicht? Ich mach das. Na also. Zeig! Ist das. Ich mach das. Das war jetzt nicht optimal. Ich hoffe, ich habe alles gespeichert. Nein, natürlich nicht, weil ich ein Vollidiot bin. Er ist da. Vollspulen.
Ich muss mehr speichern. Das ist so lange spiele ich dieses Spiel jetzt schon. Ne? Und ich habe es immer noch nicht gelernt. Kann man nicht anders sagen. Sehr lange, amigo. Ja, ist nichts dabei. Klarer Fall für Bianca. Speichern gleich, wenn die Falle steht. Na also, holen wir uns ein. Machen wir so. Hey. Wahres Mädchen. Ach ja, Bianca ist schon echt gut. Muss man sagen. Los, amigo. Kann man nicht anders behaupten. Bianca. Und damit haben wir alles vorbereitet. Wie lange müssen wir denn noch warten? So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil ich muss natürlich gucken, dass ich nicht in den Longcode reinrenne. Ja, jetzt kommt er schon wieder. Gefällt mir, was ich da höre. Gut, also wir müssen jetzt nur noch warten, bis der Longcode nochmal runterkommt. Dann lenken wir da oben ab und töten die beiden. Der Laden kommt mir bekannt vor. Hier müsste ich eigentlich mit beiden stehen können. Oh, kann's kaum erwarten. Okay. Ohne gesehen zu werden, lang genug. So, ablenken können wir schon mal. Kommt mir ein Gedanke, zau bis ans Ende der Welt. So, noch da hoch. Augen auf. So, Cooper, du musst natürlich den kleinen, also den Bronco töten. Und Hector, du den großen Longcoat. Er fällt mir. Und das sollte es eigentlich gewesen sein. Hey, wenn er da oben jetzt nicht guckt. Naja, dachte sich aber Cooper, er lässt sich ein bisschen extra Zeit, bevor er da nah genug dran ist. Also hat es nicht funktioniert. Der Stadt ging schon mal. Jetzt kommt die Axt. Ich mach's dir per Hand. Mit dem Wurfmesser. Ja, sieht das der Poncho da oben, ey. Ich krieg gleich zu viel. Der Stadt ging schon mal besser. Jetzt kommt die Axt. Hast du ein bisschen Zeit? Geht der Poncho da oben mal wieder weg oder ist er da gerade gewesen im Augenblick? Ich weiß nicht, was von beiden der Fall war. Ja, vielleicht hat er. Nee, er geht jetzt gerade erst dahin. Natürlich sind die auch hier. Jetzt wird es heiß. Der Witwe. Ja, so wird das nix. Das müsste aber machbar sein. Ich muss aber schneller sein. Okay. Jetzt schon unterwegs. Wie läuft's? Duck dich! Ach Mann, wie lange er dafür braucht, ey! Ah, das ist genau so, dass es nicht reicht. Das ist so ärgerlich. Ah, es ist doof jetzt. Ich war so nah dran und jetzt kann ich es vergessen. Das kann ich vergessen, glaube ich. Das wird nichts mehr. Schön cool bleiben. Moment, es geht noch anders, was anderes vielleicht. Warte mal eben. Es geht vielleicht auch eine andere Weise. Wenn er da oben mal verpisst sich irgendwann, dann geht das vielleicht auf eine andere Weise. Da sieht er ihn ernsthaft. Du musst dahin. Du hinter dem Baum, weil er dich anscheinend irgendwie ganz, ganz schmal nicht sieht dann. Ja, so. Okay, Moment. Jetzt kurz ruhig bleiben. Wenn er weggeht, dann scheint es noch schaffen. Aber jetzt sieht er sie. Das heißt, ich kann das wieder vergessen. Hey, da. Schönen Tag noch. Es ist machbar, Leute. Es ist wieder so ein Punkt, wo ich meine, das ist machbar, auch wenn es ein sehr knappes Timing ist. Aber es ist machbar, ich bin mir ziemlich sicher. Shotgun kann ich hier halt vergessen, glaube ich. Die würden mich hören, oder? Ich bin soweit. Wovon? Nee, die hören mich nicht. Machen wir so. Ist es ein Fall für die Shotgun? Ganz spontan. Schöne ich weiß, sie sterben nicht, aber... Es ist egal. Was gibt's? Wenn das Killen dann schneller geht, ist es egal. Du musst bitte hinrennen da, ne? Nicht einfach... Erreicht. Ja. Warum wurde auf ihn geschossen? Hä? Was ist da gerade passiert? Ich habe gerade keine Ahnung, was gerade passiert ist, Leute.
Normal? Ich weiß jetzt gerade nicht, was passiert ist. Es alles klar. Ich frag mich. Ich bin soweit. Was gibt's? Jetzt. Ja, vielleicht hast du. Schaust du was? Ich war zu langsam, sorry. Nochmal. Muss sehr, sehr schnell gehen. Also sehr, sehr schnell. Okay. Er muss dahin. Auf. Er am besten schon dahin. Jetzt geht's. Was ist das? Sieht der dahin? Ah, ist nicht gut. Hast du ein bisschen Zeit für mich? Ist es jetzt machbar oder nicht? Wie dreht er sich gleich? Wie dreht er sich gleich? Das ist die große Frage. Dreht er sich in die Richtung und geht nach da? Ah, müssen wir testen, was soll's. Schöne Knarre. Braucht etwas Schliff. Ja. Warum fällt der wieder so langsam um? Und warum siehst du das da oben? Du warst doch noch gar nicht in der neuen Position. Wo bist du überhaupt? War der schon an seiner neuen Position so schnell? Oder dreht er sich doch in die Richtung? Ja, er dreht sich in die Richtung. Das ist das Problem gewesen. Okay. Dachte ich mir schon. Na los, amigo. Der Ritz glaubt es jedenfalls. Der Zug wartet. Jetzt muss ich. Ich muss ganz schnell jetzt sein. Ich glaube, ich bin schon zu langsam, aber ich versuche schnell. Hört keiner, ne? Na gut. Kurz und schmerzlos. Ducken. Umfallen, umfallen, umfallen. Warum müssen die mal. Ich meine, wenn ich eine Shotgun triff, ne? Aus der Nähe, dann liegst du flach am Boden. Dann brichst du nicht langsam zusammen. Jetzt muss ich das alles anders wieder machen, umdenken, weil das einfach nicht funktioniert. Und das ist ärgerlich. Das ist unnötig und ärgerlich. Ganz genau, amigo. Na los. Darf ich dich was fragen? Vielleicht jetzt. Vielleicht ist doch möglich. Vielleicht ist es doch. Ich will es weiter versuchen. Ich will es weiter versuchen. Ich habe die Hoffnung, dass es doch ganz knapp möglich ist. Braucht etwas Schliff. Willst du mich verarschen? Die lagen schon auf dem Boden im gestrichelten Bereich. Die kann er nicht mehr sehen. Die kann er nicht mehr gesehen haben. Das glaube ich nicht. Nicht eine Sekunde lang glaube ich das. Ah, ich will es jetzt so schaffen, Leute. Es tut mir leid, aber ich will es jetzt so schaffen. Ich bin mir fast sicher, dass es ganz knapp möglich ist. Was mit dem Pause-Menü nicht dieses dumme Kreisding machen kann, dieses Wahl, dieses mehrere auf einmal auswählen. Das finde ich so dermaßen dummen Rahmen ziehen. Das ist auch so dusselig. Hey, Darling. Das könnte schwer zu knapp werden. Ich versuch's. Ich bin soweit. Nicht eben im Hörreichweite? Nein, gut. Da muss ich auch mal drauf achten. Kurz und schmerzlos. Na ja, von wegen. Schon anstehen. Ja, jetzt. Ich weiß jetzt nicht, warum schon wieder hier Cooper gestorben ist im Vorfeld und ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß, dass er einen noch gestanden hat, aber. Komm schon. Ich wollte die Mission heute noch schaffen. Ja, das schaffe ich noch, komm. Ich muss nur diesen einen Kill schaffen. Nochmal neu laden, weil ich jetzt viel zu viel Zeit verschwendet habe. Wird auch Zeit. Hey, Darling. Penner stehen mir bis hier. Ja, zu viel Zeit verschwendet. Das muss so schnell gehen. Das muss so on point sein. Ah, das Geklick hier, dieses Spiel. Nimm doch das Ja einfach an, danke. So. Nochmal ganz in Ruhe jetzt. Puh. Dass sie hier durchkommen. Schon unterwegs. Hey, Darling. Bin unterwegs. Ja, ich wette. Wir die Notbremse. Braucht etwas Schliff. Schöne Knarre. Schaust du was? Was zum Teufel? Wir brauchen Verstärkung. Hey, mir fällt nichts mehr dazu ein. Ich bin jetzt ein bisschen hart genervt innerlich. Es ist, ich weiß nicht, warum man das immer alles sieht. Er ist anscheinend ein Gott. Keine Ahnung.
Das wird so nix. Ich muss den Typen da erst loswerden. Das ist eigentlich. Weißt du, das wäre so typisch ich. Ich will das unbedingt schaffen. Dabei ist es viel einfacher, den Typen einfach da oben zu töten, wenn gut ist. Der Typ ist da oben ganz alleine, also. Ich musste einfach nur hochgehen. Das ist einfach dumm von mir gewesen jetzt. Ich hätte den Typen schon als Stunden töten können. Aber ich hätte es halt gerne anders gemacht. Aber hey, es soll halt nicht sein. Verjagt die verdammten Dinger von den Schienen. Warum habe ich es nicht gleich gemacht? Weißt du, das ist hier so typisch Blödsinn von mir. Müssen wir eben warten, bis der Yelonkoter weggeht. Und dann geht das viel einfacher. Ohne Probleme. Außer man ist so blöd und bleibt im Sichtfeld des Yelonkoters stehen. So, geschafft. Das hätten wir gleich so machen sollen. Das ist halt so typisch ich wieder, ne? Ich wollte es auf diese eine Sache durchziehen, auf diese eine Weise. Dabei war es so einfach, den Typen hier oben zu töten. Solltest du besser glauben. Wo kommen die denn? Sieht nicht so aus, als wollten die da weg. Alles klar. Und das wird wohl eine Weile da. So, du lenkst ihn jetzt bitte ab. Ich lass mein Hey. Ja. Pausieren. Vielleicht hab ich ja. Und jetzt machen wir das genauso, wie wir es gerade 20 Mal schon gemacht haben. Nein, 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 nein. Ja, gut. Der Laden kommt mir bekannt vor. Augen auf. Dann wollen wir mal. Natürlich sind schöne. Ach ja. Warum so schwer, wenn es doch so viel einfacher geht, ne? Kurz und schmerzlos. Wo das herkommt. Das war so einfach. Ich hasse mich dafür, dass ich den Typen nicht gleich da umgetötet habe. Aber Hauptsache, wir schaffen das Level heute noch, weil das war mein großes Ziel. So, hau die beiden weg. Du holst schon mal Isabelle wieder. Die liegt irgendwo hier zwischen den Leichen. Cooper, du kannst eigentlich schon abhauen. Kate, du auch. Nee, Kate, du bist das Letzte mit Hector. Das ist einfach was. Eine wundervolle Stimme. Ist so einfach, ne? Ich hätte es gleich machen können. Ha. Egal, wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Ich bin stolz. Ein Level mehr. Ich bin ganz Yay! Ah, egal. Also, wo wollen wir denn nun hin? Ich würde sagen, wir statten unserem Freund, dem Marshall, einen Besuch ab. Alles frei! Nächster Halt, Zivilisation. Jo, geschafft. War eine kompakte Mission am Anfang mit sehr vielen Gegnern. Später war es auch nicht ganz viel einfacher, aber es war gut machbar. Ich hätte es am Ende halt viel besser machen können, wenn ich den Typen gleich oben ausgeschaltet hätte. Aber was soll's? Geschafft ist geschafft. Es geht weiter. Ist das die letzte Mission jetzt? Ich weiß es immer noch nicht, ne? Aber könnte gut sein. Das ist die Casa de Witt. Das könnte wirklich die finale Mission sein. Ist die nächste echt die finale? Das wäre cool. Also reingucken schon wir schon mal, ne? De Witt hält auf seiner schicken Hacienda eine extravagante Dinnerparty ab. Dank einiger ungeladener Gäste wird der Abend jedoch bald aus dem Ruder laufen. Das sind dann wohl wir. 15, dann wären das 15 Missionen gewesen. Also reguläre Story-Missionen, ne? Diese ganzen Herausforderungen ist nicht mitgezählt. Das könnte wirklich das Finale sein. Was können wir jetzt vorstellen? Weil das Kapitel 3 hat ja anscheinend nur 3 Missionen. Und so Casa de Witt klingt schon nach so einem finalen Bossgebiet für dieses Spiel. Ich wäre schon ein bisschen stolz, das Spiel zu Frank, da bist du ja. Hast du die Männer für den Abend schon eingewiesen? Ich erwarte, dass sich alle vorbildlich benehmen, wenn die Gäste eintreffen. Tu mir den Gefallen und sieh mich an, wenn ich mit dir spreche. Ich habe nur nachgedacht. Ich bin sie irgendwie leid, Vincent. Bitte, Frank. Ich glaube wirklich, für diesen Unfug bist du zu alt. Vielleicht haben sie recht.
Ich bin zu alt, um mich mit Abschaum wie ihn abzugeben. Frank? Was stehst du da herum, du Blödmann? Komm schon, Frank. Meinst du, du hast es drauf, Bill? Ich glaube nicht. Genießen Sie Ihre Party, Vincent. Genießen Sie sie, als gäbe es keinen Morgen. Und jetzt, Sir? Nichts. Wir machen weiter wie geplant. Weitere Unterbrechungen werde ich nicht dulden. Große Finale. Frank und Vincent DeWitt an einem Ort. Und wir müssten jetzt bei voller Kraft sein, ne? Voller Mannstärke. Alle unsere Akteure. Bei voller Gesundheit und ausgeschlafen in manchen Fällen. Ich wäre schon ein bisschen stolz, das Spiel geschafft zu haben. War als erstes Spiel dieser Art für mich. Ich hatte Spaß, wie gesagt, das war ein super Game. Die Kleinigkeiten, die ich da jetzt aufzählen könnte, die mich da minimal stören, sind echt nur Kleinigkeiten. Und es sieht halt wirklich wie die finale Mission aus. Ich weiß es nicht sicher, aber es sieht sehr stark danach aus. Es kann natürlich immer noch sein, dass Frank irgendwie entkommt oder so. Dass wir jetzt nur DeWitt erwischen und dann gibt es doch noch eine finale Endmission, die irgendwo extra aufgeführt wird. Aber das weiß ich nicht. Das müssen wir herausfinden. Aber ich denke, mehr als zwei werden es nicht mehr sein. Vielleicht sogar nur noch eine. Startet sie mit einem Kleid? Das wäre mal was wert. Kann ich Ihnen behilflich sein, Miss O'Hara? Ich glaube nicht, dass uns hier jemand beobachtet. Ich versuche nur, mich in die richtige Stimmung zu versetzen. Oh, ist das so? Ich finde, ihr zwei gebt ein schönes Pärchen ab. Vielleicht ein bisschen viel? Das wird schon. Aber wir sollten uns von diesen Schießeisen trennen. Die passen nicht zu Ihrer neuen Ausstattung, Mr. Cooper. Tja. Ich fürchte, da haben Sie recht, Marshall. Wenn ich mein Messer behalten kann, ist es okay. Das ist ein Anblick, an den ich mich gewöhnen könnte. In Ordnung. Gehen wir den Plan durch. Der Witz Feier hat bereits begonnen. Natürlich zieht er alle Aufmerksamkeit auf sich. Sie müssen hineingelangen. Den Mistkerl ausschalten und, aus dem Laden schaffen. Denken Sie dran. Ich will ihn lebend. Gehen Sie also nicht zu grob mit ihm um. Außerdem möchte ich nicht, dass Gäste in Mitleidenschaft gezogen werden. Ist das klar? Bringen Sie ihn zum Wagen. Steigen Sie auf, damit wir dann von dort verschwinden können. DeWitt hat für diesen Abend zwei große Ereignisse angesetzt. In den Vorgärten wird ein Feuerwerk vorbereitet. Es ist nicht nötig, beide Feuerwerkslager anzuzünden. Suchen Sie sich eines aus und zünden Sie die Lunte an. Und im Hinterhof will DeWitt den Gästen eine neue Erfindung zeigen. Man muss ein starker Kerl wie Hector sein, um den Generator zu starten, bevor man den Hauptschalter nutzen kann. Wenn Sie das alles hinbekommen, dann sollte das reichen, um die Aufmerksamkeit der Gäste von DeWitt abzulenken. Ihre Freunde müssten jetzt am Ufer angekommen sein. Sie werden ihren eigenen Weg hineinfinden. Und das wäre es auch schon. Zeigen Sie Ihre Einladung am Eingangstor und genießen Sie die Feier. Ich werde gleich aufbrechen.
Wir sehen uns dann am Treffpunkt. Und viel Glück. Schreiten wir zur Tat, Miss O'Hara? Dann nimmt aber jemand seine Rolle sehr ernst, Mr. Cooper. Hey, ich befolge nur den Plan. In Ordnung. Legen wir los. Ich muss mich minimal korrigieren. McCoy ist ja gar nicht mehr dabei, ne? Stimmt ja. Ein Teil von mir hofft ja, dass er vielleicht irgendwie surprising in seiner Mission auftaucht. Vielleicht hier irgendwie so landet, ich habe keine Ahnung. Aber erstmal sieht es nicht danach aus. Wir haben Zweiergruppen wieder. Ich schätze mal, beide, also diese beiden Charakter sind getarnt jetzt, oder? Und können sich nur auf der Feier bewegen. Weil ich sehe keine Schilde über uns, aber ich gehe mal stark davon aus. Wir werden es rausfinden, aber erst beim nächsten Mal. Bis dann. Ich danke fürs Zusehen.